Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Wir Brüder und Schwestern, wir durften gestern den Auferstehung feiern, Sonntag, wir dürfen jetzt wieder in den Alltag gehen. Wir wollen diesen Alltag, diesen heutigen Montag, besonders eben mit der Gnade Gottes beginnen. Und wir wollen um Verzeihung bitten, wo wir gesündigt haben, wo wir sündhaft, wo wir schuldig geworden sind, gegenüber uns, gegenüber den Nächsten und gegenüber Gott. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt, in Gedanken, Worten und Werken, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als deine geliebten Kinder angenommen. Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben, und schenke ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder, als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr seine Gnade nicht vergebens empfangt. Denn es heißt, zur Zeit der Gnade erhöhe ich dich, am Tag der Rettung helfe ich dir. Jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade. Jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Niemand geben wir auch nur den geringsten Anstoß, damit unser Dienst nicht getadelt werden kann. In allem erweisen wir uns als Gottesdiener, durch große Standhaftigkeit, Bedrängnis, in Not, in Angst, in Unterschlägen, in Gefängnissen, in Zeiten der Unruhe, unter der Last der Arbeit, in durchwachten Nächten, durch Fasten, durch lautere Gesinnung, durch Erkenntnis, durch Langmut, durch Güte, durch den Heiligen Geist, durch ungeheuchelte Liebe, durch das Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit, in der Rechten und in der Linken, bei Ehrung und Schmähung, bei übler Nachrede und bei Lob. Wir gelten als Betrüger und sind doch wahrhaftig. Wir werden verkannt und doch anerkannt. Wir sind wie Sterbende und seht, wir leben. Wir werden gezüchtigt und doch nicht getötet. Uns wird Leid zugefügt und doch sind wir jederzeit fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und haben doch alles. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr hat sein Heil enthüllt vor den Augen der Völker. Der Herr hat sein Heil enthüllt vor den Augen der Völker. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er hat wunderbare Taten vollbracht. Er hat mit seiner Rechten geholfen und mit seinem heiligen Arm. Der Herr hat sein Heil enthüllt vor den Augen der Völker. Der Herr hat sein Heil bekannt gemacht und seinen gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker. Er dachte an seinen Huld und an seine Treue zum Haus Israel. Der Herr hat sein Heil enthüllt
Alle Enden der Erde sahen das Heil unseres Gottes. Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder der Erde. Freut euch und jubelt und singt. Der Herr hat sein Heil enthüllt vor den Augen der Völker. Halleluja, 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 Halleluja. Dein Wort, o Herr, ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Wer dich bittet, dem gib, und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja. Unser lieben Bruder und Gast um ein kleines Wort bitten dürfen. Meine Worte kennt ihr, sie sind meine Bereicherung. Liebe Brüder und Schwestern, Papst Benedikt sagt, dass wir, wenn wir die Heilige Schrift lesen, dann müssen wir immer auch die Heiligen lesen, also die, die das Wort Gottes mit ihrem Leben ausgelegt haben. Und es ist heute sehr schön zu sehen vom heiligen Paulus, meine, ist auch in der Heiligen Schrift, aber wir können von ihm heute hören, wie er als Mitarbeiter Gottes gelebt hat. Also die Worte, die uns Jesus aufgetragen hat, legt er in die Tat um, setzt er in die Tat um und lebt es. Und er ruft uns auf, dass wir die Gnade Gottes nicht verscherzen. Nicht, dass die Gnade Gottes, die Eucharistie, da reingeht und da wieder raus. Sondern wir sollen sie mit offenem Herzen aufnehmen, denn jetzt ist die Zeit der Gnade. Wir stehen jetzt unter dem Lebensstrom Gottes, unter dem Wasserfall Gottes. Wir können seine Gnade schöpfen. Es gibt genug, keine kommt zu kurz, wenn er das Herz öffnet. Wir sollen eben unser Herz öffnen, nicht als einen Trichter so stellen, dass nichts reinkommt, sondern einen Trichter umdrehen, dass die Gnade Gottes in unser Herz hineinfließen kann. Und dann können wir den Nächsten lieben, so wie es eben Jesus uns vorschlägt, von uns verlangt, von uns zur wahren Liebe herausfordert, und eben der Paulus hat das gelebt. Und das ist schon gewaltig, wenn wir diese Lesung nur mal kurz ein bisschen durchnehmen. In allem erweisen wir uns als Gottes Diener. Und das ist das Erste. Denn wenn ich nicht im Dienst Gottes stehe, dann und ich auch denke, dass es aus ist, wenn ich im Grab von den Würmern gefressen werde, dann brauche ich nicht zu leben. Aber wenn ich als Diener Gottes lebe und ich weiß, dass es ein ewiges Leben gibt, dann ist die Sache wieder anders.
Und dann schreibt er weiter, eben, also es ist eine schöne Beschreibung von eines Christen. In allem erweisen wir uns als Gottes Diener, durch große Standhaftigkeit, in Bedrängnis, in Not, in Angst, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Zeiten der Unruhe, unter der Last der Arbeit, in durchwachten Nächten, durch Fasten, durch lautere Gesinnung, durch Erkenntnis, durch Langmut, durch Güte, durch den Heiligen Geist, durch ungeheuchelte Liebe, durch das Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und in der Linken, bei Ehrung und Schmähung, bei übler Nachrede und bei Lob. Alles als Mitarbeiter Gottes für den Herrn. Wir gelten als Betrüger und sind doch wahrhaftig. Wir werden verkannt und doch anerkannt. Wir sind wie Sterbende und seht, wir leben. Wir werden gezüchtigt und doch nicht getötet. Uns wird Leid zugefügt und doch sind wir jederzeit fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und haben doch alles. Das ist oft dieses das Herausfordernde gegenüber der Welt, also dass es oft Weltmenschen das Leben der Heiligen nicht verstehen, weil die haben nichts und haben doch alles. Deswegen kann ein Christ auch in Armut leben, weil er nicht das Materielle zu seiner Befriedigung braucht, weil er schon erfüllt ist von der Gnade Gottes. Und das dürfen wir heute mitnehmen, vielleicht als Vers herausgreifen aus den heutigen Lesungen und mit hineinnehmen in den Tag. Wir haben nichts und haben doch alles. Das kann ich mir immer wieder bevorsagen, dass dieser Grundsatz ins Herz geht. Wir haben nichts und doch alles. Amen. Gott ist uns mit seiner Liebe unendlich nahe, selbst wenn wir das nicht immer so spüren. Bringen wir unsere Anliegen vor ihn und bitten. Gib deinem Volk Kraft, das Böse durch das Gute zu überwinden. Barmherziger Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Schaffe das Unrecht aus der Welt, lass allen Gerechtigkeit widerfahren. Barmherziger Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Ermutige deine Boten in ihrem Dienst, lass sie standhalten in der Bedrängnis. Barmherziger Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Gib Wachstum den Früchten der Erde, hilf, dass die Völker gerecht miteinander teilen. Barmherziger Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention einschließen. Markus Staudacher für verstorbene Mutter. Barmherziger Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Herr, du kennst uns und stehst uns auf allen Stationen unseres Lebensweges treu zur Seite. Dafür danken wir dir in Ewigkeit. Jesu Herz, dir gilt mein Hoffen in des Lebens Angst und stehst du auf.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, gib, dass wir den Dienst an deinem Altar würdig vollziehen und durch die immer neue Teilnahme am Opfer deines Sohnes unser ewiges Heil erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken für deine Liebe, die du uns niemals entzogen hast. Du hast den Menschen in deine Güte erschaffen und ihn, als er der gerechten Strafe verfallen war, in deine große Barmherzigkeit erlöst durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir das Werk deiner Gnade und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. O gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch dein Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, mit allen Heiligen unserer Diözese und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist, dir ähnlich sein und dein Lob singen ohne Ende. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Herr, bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht.
Herr Jesus, wir glauben, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altares ganz zugegen bist. Wir lieben dich und unsere Seele sehnt sich nach dir. Wenn wir dich jetzt im heiligen Sakrament nicht empfangen konnten, so komme geistigerweise zu uns. Bleibe bei uns, vereinige dich mit uns. Lass nicht zu, dass wir uns je von dir trennen. Amen. Singen wir zum Dank. Vierte Strophe. Jesu Lasset uns beten. Herr, unser Gott, im heiligen Mahl hast du uns mit deinem Geist erfüllt. Lehre uns durch die Teilnahme an diesem Geheimnis, die Welt im Licht deiner Weisheit zu sehen, damit wir das Unvergängliche mehr lieben als das Vergängliche. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Abschluss dieser heiligen Messe darf ich nochmal ein Danke sagen, lieber Bruder Martin, für dein Kommen. Und bei uns sein, gestern den ganzen Sonntag bei der Fatima-Wallfahrt in Kaltenberg und jetzt für diese gnadenvolle Frühmesse werden wir uns mitnehmen, den Trichter richtig zu verwenden und nicht eine enge Erwartung zu haben, wenn die nicht erfüllt wird, traurig zu sein, sondern voller Erwartung
der Gnade, die da in Fülle bereit liegt. Danke dir dafür. Seist auch du gesegnet und mit Gnade beschenkt an allen deinen Tagen. Bitten um deinen priesterlichen Segen. Vergelt's Gott. Darf ich deinen Wettersegen noch spenden? Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Gott, der allmächtige Vater, segne euch und schenke euch gedeihliches Wetter. Halte Blitz, Hagel, Ungeziefer, Viren und jedes Unheil von euch fern. Amen. Er segne die Felder, die Gärten und den Wald und schenke euch die Früchte der Erde. Amen. Er begleite eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebrauchet, was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Amen. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über euch und unser Land, über eure Arbeit und die Früchte der Erde und bleibe bei uns alle Zeit. Amen. Geht hin in Frieden. Danke. Wollen uns noch dem heiligen Josef anvertrauen, seinem Gedenkjahr. Heiliger Josef, der du mein geistiger Vater bist, schaue voll Liebe auf uns herab. Lehre mich so wie du, für Jesus und Maria zu leben. Erlange mir ein beständiges Wachsen in der Liebe. Erlange mir die Offenheit des Geistes, die dich ziert, und führe mich an deiner Hand zum größten Tag meines Lebens, meines Eintritts in den Himmel. Amen.